Hoi, na, habt ihr die Säuredrüse auch gesehen? Ich hab sie gesehen, ich hab sie sogar mitgenommen. Das ist doch mal was, was man kaputt hauen könnte. Da bist du bestimmt stolz auf mich, wenn ich das erledige. Wie ist er noch? Aber Hachi? Ja, aber Hachi wird sehr stolz auf mich sein. Bin mir sicher. Der ist ja sowieso schon ein bisschen stolz eigentlich. Also der hat ja eigentlich eine positive Grundeinstellung gegenüber allem. Sonst hätte er uns jetzt nicht in Ruhe gelassen, sondern hätte uns wahrscheinlich dann direkt sein Filetiermesser rausgeholt und uns ins Kereb rumgehauen. Aber hat er nicht gemacht. Er hat einfach gesagt, pass auf, machen wir nicht. Ich will dich unterstützen, ich mach das auch. Ich bin halt auch ein netter Typ. Und seither sind wir dann eigentlich ganz gut drauf hier, ne? Ja. Guter Tag, guter Tag. Boah, La Bones, hast du einen Dampf auf deinem Beat selbst. Das gibt es nicht. Hast du gesehen, wie weit er geflogen ist? Okay. Sieht so ein bisschen wichtig aus hier. Komm ich da überhaupt rein? Ständig steht hier einer, der sagt, oh no, Palava Guccio, du nicht. Das ist doch immer so. Ah, oh. Ah, oh. Mir ein paar Kills. Ist die Frage, ICQ oder Teletubby? Weiß man nicht. Ja, der Jaguar, der ist ja auch so ein bisschen, ist ja eher so eine Schmusekätzchen hier, ne? So einer, der so unsicher ist. Das ist auch ganz gefährlich. Auf der Autobahn gibt es auch so viele Leute, die sehr unsicher fahren und nicht wissen, ob die jetzt bremsen oder Leute durchlassen sollen. Vor allen Dingen, wenn irgendjemand von rechts auffährt. Das ist immer doof, weil da ist nie jemand, aber wenn ich dann links fahre, also wenn ich dann, sagen wir mal, rechts fahre und da ist dann Auffahrstreifen, dann kommen da irgendwie 40 Leute raus. Von mir aus auch aus einem richtig kleinen Dorf. Drei Leute wohnen da und dann kommen auf einmal 700 alle mit solchen komischen Autos. Und dann denkst du dir, was ich mal hatte, und das war sehr witzig, da hat jemand auf dem Auffahrstreifen, auf dem Beschleunigungsstreifen, stand der erstmal. Hat er nicht geparkt, aber gehalten, ne? Und dann kam ich an und dann hat er erstmal Gas gegeben. Und ich habe einfach, ich hatte Tempomat, ich bin einfach weitergefahren. Kam der aber irgendwie nicht rüber. Und dann wurde er richtig sauer und hat mich auch noch angeguckt hinterher, warum ich ihn ja nicht reingelassen hätte. Wo er vorher noch da stand. Gehalten hat. Auf dem Beschleunigungsstreifen. Darüber redet dann hinterher keiner mehr, ne? Oh, Jones, hätte ich fast gesagt. Jones! Da sind mir ein bisschen zu viele Gegner gerade. Jupiter Jones! Oh! Ihr nervt, Jungs! Ihr nervt so sehr. Das ist unglaublich. Säuredrüse. Okay, du kannst ja erstmal den Alligator fahren. Kill den Alligator und dann. Kennt ihr noch diese Simpsons-Folge? Die war gut. Die Mauer dort, sie spricht. Ich höre es ganz genau. Was erzählt sie dir denn? Keine Ahnung. Es ist ziemlich schwierig, Steinen beim Flüstern zuzuhören. Ach, ich mag dich so gerne, Bones. Manchmal mag ich dich. Manchmal mag ich dich sogar sehr gerne. Ah, und er ist jetzt... Warte mal, wetten? Ja, oder so. Geht auch. Hauptsache zu. Hauptsache, ich darf da nicht lang. Okay. Baraka. B.A. Baraka. Ich mache jetzt erstmal hier die Kiste auf. So. Ein Luchsfell, das ist gut. Und ich weiß nicht. Da Capo Guccio, deinesgleichen hat hier nichts verloren. Das verbotene Tal ist tabu für dich. Nur wenigen ist es gestattet, den heiligen Boden zu betreten. Der zieht vielleicht ein Gesicht. Nicht, dass er uns mit einem Fluch belegt. Macht er bestimmt nicht. Was hat es mit dem verbotenen Tal auf sich? Das verbotene Tal ist der Sitz unseres Orakels, Guccio. Es ist äußerst wichtig, dass das Orakel in seinem Frieden nicht gestört wird. Die schlechten Einflüsse dieser Welt könnten es verwirren, ja im schlimmsten Fall sogar verändern. Kannst du mir noch mehr... Tell me more! Kannst du mir noch mehr über das verbotene Tal erzählen? Dort ist der Dschungel dicht.
und die Gefahren sind groß. Unsere mächtigste Kiki ist ins Tal entsandt worden, um das große Orakel zu sehen. Wenn die Zeit reif ist, wird sie wieder zurückkommen. Wenn du mehr über uns Kila erfahren willst, dann geh ins Dorf. Es ist südlich von hier. War ich schon. Ich habe hier etwas Proviant für dich. Sheku? Ein Gucho bringt mir etwas zu essen? Das ist Aufgabe unserer Muleke. Ixil hat mir diese Lieferung zugesteckt. Kapo Gucho, weg damit! Wenn Ixil dich geschickt, dann stimmt etwas nicht. Er wollte, dass ich dir sage, eure Muleke hätten mir das Essen gegeben. Ixil will Platz von Chaka Hirutu übernehmen und Anspruch der Tonkas übergeben. Es ist gut, dass du Baraka die Wahrheit berichtet hast. Nimm Gucho. Ixil soll für seinen Verrat bezahlen. Kann ich auf dich zählen? Gut, Gucho. Baraka wird dir helfen, dich an Ixil zu rächen. Aber Vorsicht! Wenn er merkt, dass jemand ihn tot sehen will, wird er das Lager nicht verlassen. Sag ihm, Baraka ist tot. Zum Beweis bringst du ihm mein Amulett. Er wird dir nicht glauben und meinen Körper suchen. Wenn er außerhalb des Dorfes ist, töte ihn. Warum? Warum? Wieso? Gibt es noch einen anderen Weg, als Ixil zu töten? Er versprach dir Freundschaft zwischen Kila und den Guchos. Lässt du ihn am Leben, wird er weiterhin Unfrieden sehen. Mit seinem Tod kehrt Frieden ein. Sein Versprechen ist dann erfüllt. Die Hike wollen es so, Gucho. Aber vielleicht will ich ja Freundschaft. Vielleicht will ich ja, dass wir nicht immer alle unsere riesigen Mauern hochziehen, sondern einfach uns mal gegenseitig lieb haben. Wie wäre das denn? Gib mir das Amulett. Hoffentlich fällt Ixil darauf rein. Er wird, Gucho. Er wird. Vertraue auf unsere Hike. Sie werden dir beistehen. Aber genug der Worte. Hier, nimm es. Zeig kein Mitleid. Es ist bestimmt mal interessant für euch zu erleben, wie ich bei Gothic 1 drauf war und wie ich jetzt mittlerweile drauf bin für meine moralische Entwicklung über die Jahre hindurch. Mit Rallygator. Skirly Rallygator. Oh ja, Skalliolin Bier. Skalliolin Bier. Bier, Bier, Bier. Oh ja. Das ging schnell. Das ging schnell. Ja, direkt Nummer 1 hin. Bones, hast recht, das ging schnell. So, jetzt erstmal Krabben-Molucke hier. Ich finde übrigens, Molucke ist echt kein gutes Wort für das Spiel, ne? Das ist schon sehr, sehr rassistisch. Das bringen wir weiter nicht. Aber ich finde auch nichts anderes. Power-Schamane oder so. Das ist gut, Power-Schamane. Das sind alles die Boys. Nee, die Boys. Ich versuche ja immer so, vielleicht habt ihr das ja mal gemerkt. Ich bin ja eigentlich immer so ein relativ aufgeweckter, witziger und manchmal auch böser Mensch. Aber ich möchte eigentlich immer, dass andere Menschen glücklich sind. Mir ein paar Kehlen auf. Deswegen benutze ich für sowas auch gerne mal wertfreie Begriffe, wie zum Beispiel die Boys. Das sind halt die Boys. Ja, das reicht. Die Boys. Klötenboys oder sowas. Das ist ja jetzt nicht böse. Das sind ja alles Blutkappenboys. Kompliziertes Schloss. Dann tritt gegen die Kiste, ehrlich. Mach doch einfach mal irgendwas Probates. Das gibt doch... Kommt auch keiner drauf, ne? Ich sag's nochmal. Das ist bei solchen Dungeons and Dragons Spielen so schön, dass sie dann einfach mal die Kiste aufknacken können. Einfach nur mit Gewalt. Bam, gegenhauen und gucken, was passiert. Ist doch auch mal nicht schlecht. Teleporter des großen Tores. Gute Sätze. Ah! Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Ja, das war gerade so eine Schrecksekunde. Ich wusste nicht, ob die angreifen oder ob das einfach nette Schweinchen sind, die hier so durch den Wald laufen und Spaß haben. Aber offenbar haben die ein Problem mit ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung, dass sie jetzt unbedingt an mir auslassen wollen. Aber ist okay. Das ist etwas, was ich gerne akzeptieren möchte. Aber auch nicht, weil... Wenn es weh tut, dann muss man Stopp sagen. Immer. Ganz egal, was immer. Wenn es zu viel weh tut, sagen wir es mal so. Es gibt ja Sachen, die müssen weh tun. Zum Beispiel Dehnübungen oder so. Wenn man da immer Stopp macht, wenn man
wenn es weh tut, das ist ja auch Quatsch, ne? Dann hast du ja auch keine Entwicklung. Denn Schmerz ist ein guter Indikator für Entwicklung. Also man kann sich auch ohne Entwicklung Schmerzen zufügen, geht natürlich auch, aber sollte man nicht. Deswegen. Erfolg kommt durch Schmerz. Hat mal ein Trainer von mir damals gesagt. Der kannte sich mit Schmerzen nämlich aus. Der hat nämlich irgendwann seine Freundin verprügelt und vor den Bus geworfen. Gut, dass ich dich hier treffe. Auf dich habe ich gewartet. Du bist genau der richtige Partner für meinen großen Plan. Plan? Ja, genau. Am besten, ich erzähl dir unterwegs davon. Unterwegs? Natürlich unterwegs. Vom Herumstehen kommen wir dem großen Tempel kein Stück näher. Also, geh vor. Ich folge dir. Ich akzeptiere da überhaupt kein Gerede. Wenn jemand matt heißt, dann wird er umgebracht. Das ist einfach nicht im Spiel so. Matt. Falls einer von euch gerade hier sitzt und keine Ahnung hat. Matt gab es auch im ersten Gothic. Der ist, glaube ich, in die Kolonie geworfen worden, weil er sich an Ziegen vergangen hat. Mir war gerade ganz schwarz vor Augen. Warst du das etwa? Ich glaube, ich wurde umgehauen. Ist doch kein Wunder. Du stehst ja auch ständig im Weg herum. Das ist aber nicht nett von dir. Ich dachte, wir wären Partner. Hey, ich habe dich nicht gebeten, mir hinterherzulaufen. Unter diesen Umständen muss ich mir nochmal genau überlegen, ob ich bei dir bleiben will. Prima. Aber beeil dich damit. Nein. Ich denke, ich komme mal besser mit. Sonst kommst du noch in Schwierigkeiten. Ich will mir nachher nicht vorwerfen lassen, meinen Partner im Stich gelassen zu haben. Nein. Hey, ich finde es sehr schön hier. Du nicht auch? Das ist jetzt so wichtig, dass du mich unbedingt in ein Gespräch verwickeln musst. Ich meine ja nur, den meisten fällt gar nicht auf, wie schön es hier eigentlich ist. Aber geh nur weiter. Wir haben ja noch so viel zu erledigen, nicht wahr? Ich bring den jetzt zu dem Typen da oben und dann werde ich ihm alles abreißen, was er so an herunterhängenden Dingen an seinem Körper hat. So, jetzt letzte Chance. Da ist das große Tor. Der Tempel liegt auf der anderen Seite im verbotenen Tal. Irgendwie müssen wir die Wache davon überzeugen, uns hindurchzulassen. Das ist dein Plan? Moment mal. Wer hat dir eigentlich erlaubt, mir einfach nachzulaufen? Keine Sorge. Ich werde schon auf dich Acht geben. Ich sichere unsere Nachhut auf unserem Weg zum großen Tempel. So, so. Großer Tempel, ja? Was ist, wenn ich das gar nicht will? Du wirst es nicht bereuen. Das verspreche ich dir. Du wirst schon sehen. Bald werden wir beide reich sein. Hau ab, du Penner. Ich brauche keinen Nachläufer. Das ist aber schade, dass du das so siehst. Wie auch immer. Du kannst von Glück sagen, dass du mich getroffen hast. Wir werden uns gut verstehen, da bin ich mir sicher. Ich krieg doch keine Minuspunkte, nur weil ich ihm erzähle, dass es... Von welchem Tempel redest du da überhaupt? Die Eingeborenen haben im verbotenen Tal einen geheimen Tempel. Man munkelt, dass derjenige, der ihn findet, mit Reichtümern nur so überschüttet wird. Du glaubst wohl alles, was man dir erzählt. Das kommt aus einer zuverlässigen Quelle, glaub mir. Du wirst mir noch dankbar sein für diese überaus wertvolle Information. Bring uns einfach zu diesem Tempel, dann wirst du schon sehen. Wie kommen wir in das verbotene Tal? Tja, das ist das Problem. Wir müssen durch das große Tor im Südwesten von Kila. Dieser übel gelaunte Eingeborene, der davor steht, lässt aber nur diejenigen rein, die er als würdig erachtet. Am besten du machst, was er dir sagt, sonst kommen wir da nie rein. Der Kerl vor dem großen Tor lässt mich wohl nicht rein. Tja, wenn das so einfach wäre, wäre ich schon auf der anderen Seite im verbotenen Tal. Lass dir halt irgendwas einfallen. Aber die gute Nachricht ist... Egal wie lange es dauert, ich bleibe an deiner Seite. Sehr ermutigend. Ich gehe einfach mal zu dem Typen hin. Hallo, Boy. Ich versuch's mal. Lass mich ins verbotene Tal. Nur der, der das alte Wissen versteht, darf den heiligen Boden betreten.
Sonst weiß ich nicht, ob du nicht den Zorn des Orakels erregst. Verstehst du das alte Wissen? Noch nicht. Dann kehre zu mir zurück, wenn es soweit ist. Okay. Baraka wird wachen. Ja, gut, Baraka. Baraka will nicht, dass wir hier rein... Nee. Er hier. Verpiss dich endlich oder ich bring dich um, verstanden? Es ist immer das Gleiche mit euch Kerlen. Da bietet man seine Kampfkraft und sein wertvolles Wissen an und was ist? Man kriegt einen Arschtritt als Dankeschön. Aber du wirst noch an mich denken, wenn sie dich erwischen und ich nicht da bin, um dir zu helfen. Schnauze jetzt, hau endlich ab. Undank ist der Weltenlohn. Warum Seele minus 3? Ich will dem kein Geld geben. Krieg ich dann auch für die 1000 Euro, die ich dem jetzt in die Krönchen puste, 3 Pluspunkte Seele, bitte. Hier, nimm 1000 Gold, aber verschwinde endlich. Das ist ja... Wieso gibst du mir so viel Gold? Damit du endlich gehst. Du nervst. Wenn das so ist, gib her. Wow, das ist mein erstes verdientes Gold. Ich habe noch nie so viel Gold auf einmal in der Hand gehabt. Weißt du, damals waren das nämlich schwere Zeiten für mich. Ich hab... Schluss jetzt. Hau endlich ab. Ja, ja, schon gut. Ich finde schon jemand anderen, der bei meiner Sache mitmachen will. Seele plus 1? Wieso plus 1 nur? Ach so. Wenn ich ihm eine Zwiebel, dann gibt's Minus, ne? Ich sage dir, du wirst noch an mich denken. Versprochen. Minus 3 gibt's dann. Aber wenn ich ihm das Geld gebe, das er abhaut, gibt's nur plus 1. Also... Ja, im Zweifel immer gegen den Spieler, ne? Ja. Ja. Das Spiel ist so einfach, wenn du einen auf böse machst, ne? Das ist so einfach. Gehst einfach hin, haust ihm eine rüber und kriegst, behältst sogar nur dein Geld. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es so einige Szenen gibt, die man nur als guter Mensch hier kriegt. Und die auch sehr gut sind. Und man dadurch belohnt wird. Aber, mein Gott, wenn der Weg dahin schon so schwierig ist, dann weiß man nicht, ob es sich lohnt. Oh, bis zum nächsten Mal, Freunde.